Ach, Herr Jemini. Ja, Ruin des Tempels. Reparaturvorräte und Kanonenkugeln können wir beides nicht gebrauchen. Weil wir nicht geschossen haben. Hier hat auf jeden Fall jemand Spaß. Fettblasen schwimmen auf der Oberfläche dieses Topfes. Der ansteigende Dampf riecht süßlich nach Fleisch. Ja, hier kocht einer Lebewesen. Indeed. Oh, Pyrit und Angfors Tagebuch. Ich habe dieses von der Feuchtigkeit gewählte Notizbuch ganz unten in meiner Tasche gefunden, da ich sonst keine weitere Verwendung dafür habe, werde ich darin meine Gedanken festhalten, sonst werde ich hier noch verrückt. Seit Monaten sind wir jetzt bereits auf dieser verfluchten Insel gestrandet. Die wenigen Vorräte, die wir hatten, als uns das Unglück ereilte, sind mittlerweile kaum noch mehr als Staub und Krümel. Als uns klar wurde, dass wir längere Zeit auf der Insel festsitzen würden, begannen wir, unsere Lebensmittel zu rationieren. Zunächst gab es für jeden halbe Ration, doch als die Tage vergingen und die Aussicht auf Rettung sich immer mehr wie ein bloßer Wunschtraum annahm, beschränkten wir uns auf eine Mahlzeit pro Tag und später auf eine alle zwei Tage. Wenigstens gibt es reichlich Süßwasser, das aus einem Spalt im Stein nahe den Ruinen quillt. Zweifellos wird es von einer unsichtbaren vulkanischen Kraft an die Oberfläche gedrückt. Ich hätte zu gern meine Instrumente dabei, um Rate und Volumen des Wasserflusses zu messen. Aber meine Instrumente sind weg und verrosten vermutlich gerade am Grund des Meeres. Wir werden jeden Tag weniger. Meine Kleidung stinkt nun unablässig nach verdorbenem Fleisch, Schweiß und Rauch. Das Dörrfleisch, das wir aus Karals Hüfte gemacht haben, ist schlecht geworden. Wir dachten, er würde die Amputation vielleicht überleben, aber vor zwei Nächten hat ihn das Fieber dahin gerafft. Okay. Wir sollten besser schnell lernen, wie wir verhindern können, dass unser Fleisch schlecht wird, doch unsere Klingen sind stumpf und wir haben nur das Meerwasser, um sie zu reinigen. Seit Trials tragischen Tod hat niemand mehr eine Amputation überlebt, also verschwenden wir unsere Energie nicht mehr dafür. Schade, ich wurde langsam geübt darin. Heute haben wir Elevis verloren. Es schmerzt mich, diese Worte zu schreiben, auch wenn ihr Tod nicht überraschend kommt. Sie hat den kürzeren Schilfhalm gezogen. Ihre Halskette... Ach, Elevis, die haben wir jetzt ja gerade getötet. Ihre Halskette wollte ich eigentlich behalten, doch sie ist seit ihrem Tod verschwunden. Ich dachte immer, die Kette steht ihr gut. Der Stein passte zum Leuchten in ihren Augen. Dieses Leuchten wollte ich in Erinnerung behalten. Vielleicht versteckt es jemand, obwohl ich nicht wüsste, warum mir jemand einen solch bösen Streich spielen sollte. Die Halskette war für mich bestimmt. Sie hat das zwar nie direkt gesagt, aber ich wusste es. Wenn ich das nächste Mal die Nachtwache schiebe, werde ich die Sachen der anderen durchsuchen und die Götter mögen den Dieb gnädig sein. Ein kühler Wind hat uns erreicht. Er weht erbarmungslos über die Insel, verbläst unsere notdürftige Unterkunft und streut Sand in unser Essen. Wir suchen Zuflucht in den nahen Ruinen, was ich sehr ungerne tue. Die Sorte stehen mir stets von einem bösen Geist heimgesucht, denn wenn der Wind weht, kann ich hier Flüstern vernehmen. Stimmen, die um Gnade und Erlösung flehen. Heute Morgen war ein weiteres Besatzungsmitglied verschwunden. Einige vermuten, er hat sich Steine an die Handgelenke gebunden und ist ins Wasser gegangen. Aber die liegen falsch. Ich habe ihn im Schlaf wandeln sehen mit ruckartigen Bewegungen, die nicht die seinen waren. Er wanderte tief in die Ruinen hinein und kam nicht mehr zurück. So wenige von uns sind nun mehr übrig. Ich beneide alle, die nicht mehr unter uns sind. Ihre Seelen sind zum Rat zurückgekehrt und frei, neue Leben zu finden. Unseren unglücklichen Überlebenden ist diese Gnade nicht gegeben. Ja, das ist es, was wir ihnen gegeben haben, ein Geschenk der Gnade. Wir leiden, damit sie frei sein können. Arlender sagt, wir können vielleicht einen Floß bauen, um von hier zu entkommen. Er ist verrückt. Wir sind nun ein Teil dieser Insel und sie ist ein Teil von uns. Okay. Nicht so schön. Naja, ein Speer und ein Morgenstern. Verrückter Hexer und verrückter Räuber. Foes ahead. We had ribs last night. How about liver? Ah, my ma used to do a mean fried liver. Paunch it is then. Livers for dessert. Oh, da kommt noch ein Räuber. Ein verrückter Fanatiker.
Und ja, sie hacken hier. Ogre-Pirat, wer hat den eingeladen? Okay, zurückfallen lassen. Erstmal zurückfallen lassen. Okay, Angriff. Xoti, mach mal das. Edda das. Alof, bombardier ihn. Du heilst dich mal. So, und jetzt noch den da weg. Captain Angst vor und da ist noch ein verrückter Hexer, okay. Gut. Gute Kettenrüstung und eine Arkebuse und gestandenem Fleisch. Ein Stück gestandenem Fleisch. Ein Kämpfer mit Schweinfleisch ist beunruhigend. Das würde eine mutige oder vielleicht sogar geistesgeschützte Seele brauchen, um die Feinheit seines Geschmacks und seiner Konsistenz zu erforschen. Nee, danke. Knochen, die mit gezackten Schnitten übersät sind und von denen das Fleisch sauber entfernt wurde, liegen in einem... Oh, da ist der verrückte Fanatiker. Noch übrig geblieben. Noch mehr gestandenem Fleisch. Rezept für gestandenem Fleisch. Das Papier ist an den Rändern zerfetzt und weist Fleckflecken aus. Notizen in einem kaum leserlichen Handschrift beschreiben genauestens die Zubereitung seines Gerichts aus der Kindheit des Kochs, die sogenannte süße Zungenterrine, die jedoch mit Fleisch ungewöhnlicher Herkunft gemacht wird. An dem Ende hat jemand Folgendes gekritzelt. Für Eolina und Jum machen wir ihn wieder nach Hause komme. Okay. Noch mehr gestandenem Fleisch, ja. Oh, ein guter Zauberstab. Auf jeden Fall was für Alof. Babyperle klingt nach Münzen. Brutales Blut. Achso, das Blut von dem Ogre. Verblutene Fleischpastete. Plus 2 Kraftstufe, nur Leichenfresser. Mhm. Missing String 5350. Ja, das ist eine Zutat, wo der Übersetzungseintrag für die deutsche Version mal wieder fehlt. Gegengift und Weißblatt, das ist okay. Jedenfalls okayer als das, was wir bis jetzt gefunden haben. Blutdurchtränktes Zauberbuch. Und ein guter Stab. Bronzehorn und noch mehr gestandenem Fleisch. Silberpfennig, Rohhautrüstung, Permut, das ist alles auch okay. Und ein Secret. Wasser und... Oh, Goldduck und noch mehr gestandenem Fleisch. So, wen haben wir hier? What can I do? Weißt du was? Dich lassen wir mal kurz in Ruhe und holen Alof zu. Terrible things are at work. And once again, you seem to be in the middle of it. Es sind große und schreckliche Dinge am Werk, Hagrim, und wieder einmal scheinst du bei allem mittendrin zu stecken. Alof dreht das Ende seiner Schärpe zwischen den Händen. Auf seinem Gesicht zeigt sich ein entschlossenes Stirnrunzeln. Denen wir begegnet sind, werden zweifellos überall davon berichten, was du in Hasongo erreicht hast. Look to you for answers.
Aber andere werden wissen wollen, was du gesehen hast, Thagrim. Sie werden Antworten von dir haben wollen. Er betrachtet dich unsicher mit gerunzelter Stirn. Na und? Ich muss berichten, was ich gesehen habe. Ich sage ihm, was sie hören müssen. Ich mache mir Sorgen, wohin das führen wird. Was ich sage, macht keinen Unterschied. Ich habe keine. Ich sage ihm, was sie hören müssen. You make it sound so simple. Wenn du es erklärst, klingt es so einfach. Verärgert breitet er seine Hände aus. Don't you worry what will come next? What events you might move forward? Machst du dir keine Sorgen, was als nächstes kommt, welche Ereignisse du möglich vorantreiben wirst? Worum geht es hier wirklich, Alof? Wenn ich so intensiv darüber nachdenken würde, käme ich nie zum Handeln. Was ein anderer aus meinen Worten macht, ist seine Sache, nicht meine. Natürlich, deshalb habe ich meine Worte ja auch sorgfältig gewählt. Ich bezweifle auch sehr, dass meine Antwort etwas Unwiderrufliches bedeutet. Nicht mal die zwei. I wish I had your clarity. Ich wünschte, ich besäße deine Klarheit. Worum geht's hier wirklich, Alof? Er seufzt mit zusammengepressten Lippen. Reminds me of the question that drew me to the dead fire. The one I've been avoiding. Das erinnert mich an die Frage, die mich zum Todesfeuer gebracht hat. Diejenige, die ich versucht habe zu vermeiden. Er reibt sich den Nacken. I promised to tell you what I was doing among the Animancers at Port Marge. Ich hatte versprochen, dir zu berichten, was ich mit den Beseelern von Port Marge zu schaffen hatte. As you may have guessed, I was observing them. Gathering information on the various Animancy operations in the region. Wie du vielleicht bereits erraten hast, habe ich sie beobachtet. Ich habe Informationen über die verschiedenen Beseelungsoperationen in der Region gesammelt. Wozu? Ich dachte, du seist auf der Suche nach einer ganz bestimmten Gruppe des Bernen Schlüssels. Du hast also deine Freunde ausspioniert. Nehmen wir mal die zwei. Yes, and how better to draw them out. Ja, und wie könnte man sie auch besser hervorlocken? Animancy is a subject of particular interest to the Leaden Key. Through it, I hope to pick up the trail. Die Beseelung ist ein Thema, das für den Bleiernen Schlüssel von ganz besonderem Interesse ist. Ich hatte gehofft, darüber ihre Spur aufnehmen zu können. In seinen Augen schimmert ein Funke des Vergnügens. Und dann? That's where it gets complicated. Tja, und hier wird es jetzt kompliziert. Er schützt die Lippen. After that incident in Old Valia, I thought more about the Leaden Key and its particular composition. Nach dem Vorfall in Advailia habe ich verstärkt über den Bleiernen Schlüssel und seine ganz besondere Zusammensetzung nachgedacht. Sprich weiter. It's existed for over 2000 years. Say what you will about its motives and methods, but that's an impressive tenure. Dieser Bund existiert bereits seit mehr als 2000 Jahren. Über ihre Motive und Methoden kannst du sagen, was du willst, aber das ist eine verdammt beeindruckende Amtszeit. Er verschränkt die Arme auf den Rücken und läuft unruhig auf und ab. Ich kann nur hoffen, du hast viel Zeit. Über ihre Motive und Methoden habe ich nämlich eine Menge zu sagen. Relax, Adair. I'm not defending them. Entspann dich, Edda. Ich nehme sie ja nicht in Schutz. Oder Edair. Ich sage immer Edda. Edair. Er wendet sich wieder dir zu. That's when I realized how short-sighted I'd been. To think I could undo the Leaden Key without understanding how it works. In diesem Augenblick habe ich erkannt, wie kurzsichtig ich gewesen bin. So glaube ich, könnte den bleiernen Schlüssel vernichten, ohne zu verstehen, wie er funktioniert. Ja, Edda nickt zustimmend, lauschen. I found references to an ancient Leaden Key cabal in the Deadfire. Possibly one of the oldest, if accounts are credible. Ich habe Verweise auf eine uralte geheime Verbindung des bleiernen Schlüssels im Todesfeuer gefunden. Es ist möglicherweise eine der ältesten, wenn man den Berichten Glauben schenken darf. And they appear to have been working independently, without direct intervention from Theos, for almost 2 millennia. Anscheinend haben sie unabhängig gearbeitet, ohne direkte Eingriffe von Taos, und zwar seit nahezu 2000 Jahren. Nahezu 2 Jahrtausenden. Er beobachtet dich aufmerksam und wartet darauf, dass du diese Information verarbeitest. Nun gut, wie finden wir seine Mitglieder? Du glaubst also, du kannst erfahren, wie der Bernische Schlüssel funktioniert, indem du seine Mitglieder beobachtest. Sie sind also alt. Was spielt das für eine Rolle? Nehmen wir mal die zwei. And how to destroy it. Yes. Wie er funktioniert und wie ich ihn zerstören kann. Ja, Edda nickt und zwinkert. Most sources refer to them as the painted masks. But I haven't met anyone here who knows that name. Die meisten Quellen bezeichnen sie als geschminkte Masken, aber ich habe hier niemanden getroffen, der mit diesem Namen etwas anfangen kann. I don't know where in the Deadfire they are exactly,
but I was hoping we could look for them together. Ich weiß nicht, wo genau im Todesfall sie sich aufhalten, aber ich hatte gehofft, wir können gemeinsam nach ihnen suchen. Er faltet die Hände und wirkt hoffnungsvoll und auch ein wenig kleinlaut. Ich werde helfen, so gut ich kann. Keine Sorge, Adolf. Ich verspreche dir, wir werden sie finden, auf die eine oder andere Weise. Ich möchte nichts Unmögliches versprechen. Wir haben nicht viel, das uns weiterhelfen kann, aber wir werden es versuchen. Eine uralte Sekte des Bernen Schlüssels finden, die irgendwo auf einer von Monstern verherrschten Inselgruppe aufhält? Klar, eine ganz einfache Aufgabe. Wir haben weit dringendere Angelegenheiten. Nehmen wir mal den Sarkasmus. Well, the Watcher who survived the wrath of the gods, I would hope so. Ja, er lacht leise. Das sollte ich doch meinen. Zumindest für den Wächter, der den Zorn der Götter überlebt hat. Anyway, there's daylight yet. I suppose that's enough from me. Wie auch immer, die Sonne ist noch nicht untergegangen. Ich denke, das ist genug von meiner Seite. Ja, damit hat sich seine Quest aktualisiert.